We interrupt this program to bring you a special news. Hallo YouTube, Facebook, Cloud, Guerilla, Lappen und alle, die mir zuschauen mögen. Hallo zusammen. Ich war beim Elvis im Münchner Dampferhimmel und habe mir dort die Civ V2 mitgenommen in der Belzebub Edition. Das ist eine Vierfach-Parallel-Mechbox. Wie ihr seht, Vierfach-Parallel. Denke, das sollte gut raushauen. Ihr werdet dann sehen, im Detail. Ich habe ein bisschen einen Kampf gekämpft. Wen es grauselt, wie ich sie zuerst wieder zusammensetze und mit dem Schraubenzieher draufklopfe, mit dem Griff natürlich, der möge kurz vorspulen, weil ich habe doch zwei, drei Sachen gefunden, die mir nicht so gefallen haben im Detail. Ihr werdet aber die Sachen sehen, wie gewohnt, nämlich hier. Okay, da haben wir die Civ V2. Ist ein Aluminium-Body mit Messingboden und Messingdeckel. Was ist zu sagen dazu? Was natürlich heraussticht, ist natürlich, dass das eine Vierfach-Parallel-Box ist. Vier Akkus parallel geschaltet. Damit solltet ihr eigentlich ewige Laufzeit haben und ja, was ihr an Ohm da drauf wickelt, ist dann relativ egal. Weil, ja, die Last wird dann auf vier Akkus verteilt. Von daher, wer Sub-Ohm dampfen will im Sub-Sub-Sub-Ohm-Bereich, denke, der könnte damit was anfangen. Aber gucken wir die Box mal an. Wir haben hier oben den Taster. Ich zoome noch ein bisschen. Moment, so geht's rein. Wir haben hier oben eine Seriennummer. Wir haben einen 15er, der ist aus Kupfer. Und hier haben Sie mal mitgedacht, es ist ein Linksgewinde. Das heißt, wenn ihr den Verdampfer aufschraubt, schraubt sich der nicht runter, sondern kontert dann eigentlich direkt dagegen. Gefällt. Wir haben hier so, ja, wie soll ich das nennen? Man soll da die Finger rein positionieren und dann irgendwie den da unten, aber da gehe ich dann gleich drauf ein, ob das was ist oder nicht. Dann haben wir hier was graviert. Den Alu-Body übrigens in den schwarz eloxierten. Dann haben wir hier die Belzebub Edition. Ihr seht hier auch die Seriennummer, die 226. Und wenn wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, wie das graviert ist. Und wir können uns auch angucken, mal wie Belzebub Vaping hier noch. Ich muss es mal hinlegen. Dann seht ihr es vielleicht gut, wie das graviert ist. Ich konnte es erst ehrlich gesagt nicht lesen. Aber naja, ist halt, wenn man für alles den gleichen Fräser nimmt und dann haut es halt in der Mitte die Sachen weg, der zu breit ist. Jo. Hier unten sind die Akkus. Gucken wir mal rein. Schraubendreher einfach durch. Ein bisschen anlösen. Deckel wird auch durch Magnete gehalten. Das seht ihr dann jetzt gleich. Dann könnt ihr den hier rausschieben. Seht, hier sind die Magnete. Vier Akkus parallel. Nehmt ihr mal weg. Gucken wir hier rein. Dann sehen wir Kupferkontakte hier unten. Gucken wir wieder oben drauf. Es sind vier Schrauben. Die kann man aufmachen. Es sind Messingschrauben. Die halten schon ein bisschen was aus. Aber nehmt immer bitte den richtigen Schraubendreher. Nicht was zu kleines. Hier haben sie halt riesen Schlitze reingefräst. Das heißt, ich komme jetzt hier mit dem Dreier von der Breite noch rein, aber sind halt ein bisschen breit, die Schlitze. Aber wenn man Schrauben halt selber macht, ja, ist auch nichts Schlimmes. Okay, ihr seht, hier muss ich schon ein bisschen länger drehen an der Geschichte, bis ich die raus habe. Das ist die erste. Zweite.
Meine ist auch, die ich bekommen habe, hier ein bisschen angelaufen schon. Das könnte man wahrscheinlich wieder wegpolieren, weil da irgendwas drauf war. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe die Box auch, wie lange jetzt? 5, 6 Tage. Nee, seit dem letzten Samstag, ja. Gut, wenn die 4 Schrauben draußen sind, könnt ihr den Schraubendreher nehmen und hier hinten ein bisschen draufklopfen. Hört sich ein bisschen übel an, aber dann kommt das hier raus. Wer es anders machen will, natürlich kann was mit Kunststoff nehmen und ihn umdrehen. So, jetzt hat sich das auch schon gelöst. Und jetzt kommt einem das hier auch alles schon entgegen. Nehme es mal ganz raus, dass ihr die Einzelteile seht. So. Eigentlich die Geschichte hier und den Body dazu. Auf den Taster, da gehe ich dann gleich ein. Das hier ist dann die Isolationsplatte eigentlich, die hier oben drauf ist. Und mit dem Taster, den ihr hier dann nach unten drückt, durch dieses Loch macht ihr dann eigentlich Kontakt zum Pluspol und schaltet dann Plus durch. Was ihr hier seht, sind diese Fäden. Jetzt beim ersten Mal zerlegen ist mir eine Klemme, hat eine Klemme geblieben und die hat es dann so auseinandergezogen und naja, es geht dann immer noch. Aber grundsätzlich, das mit den Fäden müsst ihr aufpassen, wenn ihr sie zerlegt. Ich habe vorhin schon 10 Minuten auf dem Boden verbracht und die Feder wieder gesucht, habe sie dann auch wieder gefunden. Ich werde jetzt hier diesen Taster auch nicht weiter zerlegen. Ich denke, ihr seht, was passiert, wenn ihr hier auf diese Kunststoffplatte, also die Pomp-Platte hier drückt, drückt sich dieser Kunststoff, dieser Kupferpin, jetzt bekomme ich es dann endlich wieder zusammen im Kopf hier durch dieses Loch hier auf die Platte und schaltet dann durch. Muss man eigentlich nicht weiter zerlegen, wenn ihr die reinigen wollt. Da reicht es eigentlich nur noch, die Schraube hier rauszunehmen und dann ist gut, weil der Rest ist ja egal, ob es angelaufen ist oder nicht. Gut, wahrscheinlich schon die ganze Box zerlegt. Ich baue sie jetzt wieder zusammen. Mal gucken, ob ich es auch wieder zusammen bekomme. Als erstes war die Platte hier. Übrigens, wer nicht happy ist mit dem Taster hier, der kann die auch umdrehen um 180 Grad. So. Und dann würde ich jetzt hier die Löcher für die Federn und dann wäre der Taster dann auf der Seite und dann könnte man so feiern. Funktioniert beides. Ich baue sie mal wieder so zusammen, wie sie original gedacht ist. Also erst die Plusplatte rein, dann die Isolationsplatte. Dann nehmt ihr das Ganze. Die Fäden halten hier eigentlich auf, ihr habt so kleine Nubbel ausgefräst in der Platte, die sollten eigentlich so halten. Und dann müsst ihr schon ein bisschen gucken, dass ihr wirklich die beiden Löcher trefft. Zur Not müsst ihr dann so ein bisschen mit dem Schraubendreher oder so da rein und dann soll es eigentlich reinfallen. Und da das alles ziemlich press sitzt, kann man dann auch, ne, aber vorsichtig, das wieder ein bisschen reinklopfen. Gucken, dass ihr nirgendwo verkantet. So wie ich das jetzt gerade tue. Okay, rein. Nicht. Okay. Was läuft falsch? Machen wir nochmal. Okay. Machen wir mal die Variante. Nehmen wir die Fäden raus und stecken die hier rein. Ersten Mal wieder zusammenbauen, hatte ich dieses Problem, was ich jetzt gerade habe, nicht. Lass mich noch mal gucken. Doch, ist hier. Passt. Ja, das ist halt, wenn man
nicht schneidet, bis es dann passt, sondern live macht. Nee, ich muss die hier drauf, sonst gefällt mir das nicht. Die müssen hier klemmen. Sonst gehen die irgendwo hin. Draufdrücken und dann halten die hier auf den Nubbeln. Och. Ja klar, klemm dich noch fest. Zack, das gehört. Macht so Klick und dann halten die. Und hier ist nochmal. Dass ich den jetzt hier erst hier anlege, wo der Taster ist. Und dann. Jetzt ist sie. Also wenn es jetzt schlecht geworden ist zu Hause mit den Klopfen, also da passiert schon nichts, aber anders bekomme ich es nicht hin. Also ich möchte auch nicht mit der Hand drauf klopfen, weil so kann ich schon punktuell und dann geht die auch runter. Aber ihr seht, da fällt nichts raus. Ob ich es gut finde oder nicht, sage ich dann nachher. Gut, machen wir die Schrauben wieder rein. Auch richtigen Schraubendreher nehmen. Bisschen schneller so. Noch. Dann haben wir es. So, dann ist alles wieder zusammen. Der Taster hier hat relativ einen kurzen Weg. Gefällt mir eigentlich. Feedback und so weiter spüre ich da jetzt nicht so großes, aber ja, man spürt, dass man feuert. Aber so ein Klick oder so macht er bei mir nicht. Legen wir mal die Akkus wieder ein. Die vorhin im Ladegerät gehabt und es hat geheißen, Akkus seien geladen. Machen wir zu. Hier auch, ihr müsst ihn nicht feste anziehen, einfach ein bisschen das hält, weil es Kupfer. Seid vorsichtig damit, wirklich einfach nur und fertig. Das reicht als Kontakt, mehr braucht das nicht. Schütteln, passiert nichts. Okay, ups, alles zusammen wieder. Zoom mal ein bisschen raus, weil jetzt kommen wir zu der Waltrop-Geschichte. Machen wir das Voltmeter drauf. Dann gucken wir 4,15. Dann mache ich wieder 0,5 Ohm drauf. Vierfach parallel. Ihr seht, der Taster feuert jetzt auch nicht, wie er soll, in der Position. Ich muss hier hinten drücken und tut es. Wenn ich hier oben drücke, tut es nicht. Aber wir haben so einen Voltdrop, ja, von 0,09, 0,08, das ist okay. Das macht eine zweifach parallele Box, aber auch genauso gut. Das mit dem Taster schaue ich mir nochmal an, ob ich irgendwas falsch zusammengebaut habe oder wieso, dass es nur daran liegt, dass er feuert, wenn ich hier unten drücke und für hier oben nicht reicht. Aber ich denke, das ist konstruktionsbedingt. Aber ich schaue mir das noch an und sage euch dann mehr dazu im Fazit. Kurzer Nachtrag zu der Geschichte, wieso dass es nicht funktioniert hat. Ich möchte das eben mal kurz zeigen. Es geht nämlich um diesen Taster hier. Dieses Teil hier. Wer sich vorhin gefragt hat, wieso, dass ich bei vollen Akkus nur 4,15 Volt sehe,
lag daran, dass diese Schraube hier, die ja dann runtergeht und den Kontakt auf den Pluspol macht, diese Schraube hier war nicht richtig angezogen. Dann hat die natürlich nur die Fläche hier, die da kurz mit dem Gewinde Kontakt macht und fertig. Und deshalb ging da wahrscheinlich ein bisschen viel Volt verloren. Ich kann dann im Übrigen, wenn ihr hier seht, der Tast, Entschuldigung, ich muss wieder ins Bild halten. Hier federt der Taster noch einigermaßen von selber zurück durch die Federwirkung vom Blech. Und wenn ich jetzt diese Schraube hier anziehe, dass die halt wirklich Kontakt mit dem Kopf und der Platte macht, dann fängt dieser Taster hier an. Hört ihr es? Hier nicht mehr hochkommt, zu blockieren an. Da reichen natürlich diese Kugelschreiberfedern hier, die da drin sind, dann natürlich nicht mehr, um diesen Taster hier anständig nach oben zu drücken. Das andere Problem ist, wenn ihr diese Schraube hier nicht anzieht, dann bekommt ihr natürlich nicht den guten, schlüssigen Kontakt und dann gehen Volt verloren und Leistung. Muss mal gucken, ob ich es reparieren kann oder was ich tun will dagegen oder ob ich den hier mal ein bisschen mit Schleiftuch und so weiter bearbeite, dass der halt dann wirklich hier von alleine läuft und ne, ihr hört es, wenn ich ihn runterdrücke, wie der entgegenhält, das bringen die Federn nicht hin. Hat auch nichts mit der Distanz hier zu tun, die ist vorgegeben hier. Hat einfach damit zu tun, dass das Loch hier nicht gut ausgefräst ist und daher klemmt. Wenn ich ihn ein bisschen anlöse jetzt wieder, hört ihr? Klar, man sieht es auch, der kommt von alleine wieder zurück. Ziehe ich ihn an. Bleibt er wieder unten. Okay. So, gefühlte 10 Stunden später macht der Taster jetzt, was er soll, auch hier mit der angezogenen Schraube. Und ich zeige euch nochmal, wie man sie wirklich gut zusammenbaut, weil das vorhin sah doch ein bisschen nach Murks aus, alles. Aber unterdessen, nachdem ich sie jetzt so zwei, dreimal zerlegt habe, sollte es eigentlich jetzt anständig aussehen. Also machen wir es nochmal kurz zusammen. Und dann machen wir auch noch gleich nochmal eine Voltdrop-Messung. Da steht ja die Tastereinheit. Ich lege sie dieses Mal so ein, dass ich erst hier so einfädle und die Tasteseite runterdrücke. Und dann hier vorne sollte das dann jetzt eigentlich von alleine runtergehen und ich kann es jetzt auch von Hand reinmachen. Und wie ihr jetzt seht, wahrscheinlich auch hört, macht der Taster jetzt auch Klick, auch mit angezogener Schraube. Mach mal eben noch die hier rein. Dann bin ich selber mal gespannt. Ich habe es noch nicht getestet vorhin, wie sich dann jetzt der Voltdrop verhält oder wie es ja die Anzeige ist. So. Übrigens ab der einen Schraube wundert, war schon so. Sonst vielleicht noch so machen, dass ihr was seht. Dann ist es nicht ganz so langweilig, mir beim Schrauben zuzusehen. Andere hätten jetzt hier schnell vorgespult im Video beim Schneiden oder sowas, diesen Effekt. Bei mir müsste das halt ertragen. Tut mir leid. Akkus rein. Parallel. Hier rein, leicht andrehen. Funktioniert. Taste geht auch noch, ohne dass er jetzt klemmen würde. So, jetzt haben wir wieder 4,16.
obwohl wir eigentlich vorhin schon gefeuert haben. Ne? Also jetzt haben die Akkus auch wirklich weniger und ihr habt gesehen, wir haben immer noch nach dem Testen 4,15. Also da ging schon was verloren, ein bisschen da am Taster, da die Schraube nicht angezogen war und nur mit dem Gewinde Kontakt gemacht hat. Machen wir nochmal den 0,5er drauf. Und jetzt seht ihr, sieht das schon ein bisschen besser aus. Was man nicht alles macht für ein paar Hundertstel Volt und dass der Taster jetzt auch richtig funktioniert. Komme ich dann zum Fazit. So, Fazit zu der Sif V2 von Silverwolf Customs. Ja, fangen wir mal mit dem Positiven an. Positiv, vierfach, parallel, haut raus, bricht nicht zusammen. Ihr könnt 0,00 irgendwas draufwickeln und das ist immer noch safe. Ja, das gefällt sicher, das ist eine gute Sache. Aber das war es dann, glaube ich, für mich persönlich schon, wenn es um diese Box geht. Weil ich fange mal an, was mir nicht gefällt. Und zwar diese Löcher hier. Ich muss die Finger da irgendwie so reinpressen und ich muss dann so eine komische Haltung annehmen. Ja, so halte ich auch eine Box, aber nicht so komisch. Es fühlt sich an. Und nein, gefällt mir nicht. Und das ist wichtig. Eine Box muss gut in der Hand liegen, auch wenn ich sie umdrehe. Ich habe gezeigt, dass man den Taster umdrehen kann. Auch so, das hier gefällt mir gar nicht. Aber persönliches Empfinden. Weiter geht's, was mir nicht gefällt. Die Gravur mit der Zahl und so weiter. Ich persönlich, wenn ich es gekauft hätte, würde das zurückgeben, weil das gefällt mir gar nicht mit der Zahl. Und über das Belzebub-Rating könnte man noch diskutieren, aber die Seriennummer da unten, finde ich, ist ein No-Go, weil viele legen Wert drauf. Und wenn ich Geld bezahlt hätte für die Box, würde die zurückgehen und ich hätte gerne andere. Aber was mir auch nicht gefallen hat, ist den 510er. Ich kann den nicht genug weit runterschrauben. Ich habe vorhin 3-4 Tröpfler probiert. 2-3 mm Luft. Der hier ging jetzt. Also ich brauche hier ziemlich was Kurzes, wo der 510er kurz ist. Dann geht's. Aber ich habe jetzt, ich mag jetzt nicht aufzählen, was alles probiert, aber ein paar und da hatte ich halt wirklich einen großen Luftspalt. Die Tastergeschichte, ihr habt es gesehen, nochmal Entschuldigung, wer sich da gefürchtet hat, dass ich da mit dem Schraubendrehen beim ersten Mal da drauf geklopft habe, das ist nicht weiter schlimm, sieht ein bisschen übler aus, als es ist. Nach ein bisschen Bearbeiten und so weiter geht jetzt der Taster und dass sie halt die Box ausliefern, dass sie funktioniert und da die Kupferschraube ein wenig anlösen, dass sich der Taster dann sauber bewegt. Ja, kann man machen, der Kunde ist dann vielleicht happy. Wenn man es aber dann ein bisschen tiefer anschaut, was ich halt tue, tut mir leid, dass ich da halt ein bisschen genauer hingucke, dann findet man halt solche Sachen und wenn man es dann, ja, ein bisschen Hand angelegt, Schmirgelpapier, Diamantfeile und dann ging die Sache plötzlich. Aber ich musste halt was tun. Jo. Wer viel Geld ausgeben will für das, kann das gerne tun. Ich bin nicht happy mit der Box über alles gesehen, deshalb bekommt die von mir einen Daumen runter. Es haben andere YouTuber auch Videos dazu gemacht, die sind eher positiv davon überrascht, aber was sie nicht tun, sie zerlegen sie nicht. Sie messen sie auch nicht. Sind halt YouTuber, die eher geregelte Sachen machen. Ich habe genau reingeguckt und nochmal für mich, sorry. No go. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Call.